Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen schönen Sonntagmorgen. Willkommen zu meinem All-Star-Voting 2024. Und wir haben ja auch schon die ersten Ergebnisse bekommen, auf die wir gleich gemeinsam blicken werden. Ich blende euch generell einfach mal hier an der Seite die Key-Dates ein. Dann wisst ihr auch wieder, an welchem Tag eure Stimme dreifach zählt. Da ordentlich reinhauen. Ich habe auch meinen eigenen Link, den pinne ich euch unten als Kommentar an und packe euch den auch in die Videobeschreibung. Also gebt da gerne Gas, vor allem einfach für eure Fanlieblinge. Und ich werde auch heute zwei Voting machen, einmal so ein bisschen leistungsorientiert und dann nochmal ein zweites Voting, einfach so, Jungs, ich liebe euch, ich gebe euch meine Stimme. Jetzt blicken wir aber erstmal gemeinsam auf die ersten Ergebnisse in der Western Conference und sehen hier im Frontcourt LeBron James an der 1 mit 2 Millionen Stimmen. Wen wundert das? Dahinter Kevin Durant, Jokic, AD, Kawhi Leonard, Paul George, Sengün, Victor Wembanyama, Chad Holmgren, also 3 extrem junge Spieler, feiere ich total. Und dann an der 10 Towns. Vielleicht Sabonis, Zion, das sind so 2 Spieler, die mir hier einfallen würden, wo ich mir dachte, okay, überraschend, dass die nicht mit dabei sind. Vor allem Zion. Also Zion hatte ja eigentlich schon immer eine relativ große Fanbase, aber ich glaube, die schrumpft gerade eben so ein klein wenig. Und die Leistungen von ihm sind auch einfach viel zu inkonstant. Und deswegen finde ich eigentlich hier den Frontcourt ziemlich geil. Ich freue mich für Schengen, Victor Wembanyama und Chad Holmgren. Gleich 2 Rookies mit dabei. Vielleicht bekommen wir ja eine Rookie-All-Star-Nominierung in diesem Jahr. Who knows? Und auf der anderen Seite, und da gab es eine fette Überraschung, wo die Leute auch gesagt haben, wow, okay, das ist krass. Also wir haben Luka Doncic an der 1, dahinter Stephen Curry. Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr auch so? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Steph eigentlich immer zu 99% an der 1 war. SGA an der 3 auch absolut verdient. James Harden, Kyrie Irving, Anthony Edwards, Ja Morant, De'Aaron Fox, Klay Thompson und Austin Reeves. Wer fehlt hier? Klar, Devin Booker. Das ist schon krass. Also ich bin auch wirklich, ich bin kein Suns-Fan, ich bin kein Devin Booker-Fan und trotz allem spricht das schon Bände. Also, dass Devin Booker hier nicht mal 170.000 Stimmen bekommt im ersten Fan-Voting. Wow, das ist... Woran liegt das? I don't know. Haben die Suns einfach nicht so eine große Fanbase? Ist Devin Booker ein Spieler, der vielleicht auch von seiner Spielweise her nicht so begeistert, dass man sagt, ja, einem All-Star-Weekend weiß ich jetzt nicht, ob mir Devin Booker jetzt irgendwie die krass geilen Buckets gibt. Also da hast du vielleicht dann schon eher lieber einen Edwards mit am Start, der dir vielleicht den ein oder anderen geilen Dunk reinzimmert oder auch einen Ja Morant. I don't know. Auf jeden Fall eine große Überraschung. Dann blicken wir in den Osten rüber. Auch hier erstmal der Frontcourt. Giannis, Joel Embiid, Tatum, Jimmy Butler, Jaylen Brown, Bam Adebayo, Mikal Bridges, Porzingis, Kyle Kuzma und Paolo Banchero. Kein Franz Wagner mit dabei, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Der ist jetzt zwar aktuell verletzt. Ich hoffe, er ist bald wieder fit. Fehlt hier irgendjemand? Ja, man muss schon sagen. Also ich bin auch nicht sein größter Fan, aber Julius Randle, oder? Spielt bisher jetzt mittlerweile in den letzten Wochen eine ziemlich krasse Saison. Die New York Knicks ist auch wieder die letzten 4 Spiele gewonnen. Er wäre jetzt so ein Kandidat, der mir hier einfallen würde. Der vielleicht anstelle von Kyle Kuzma. Warum hat denn Kyle Kuzma 178.000 Stimmen? Fällt mir gerade eben auf. Das ist ja komplett wild, oder? Okay, und dann blicken wir rüber zu den Guards. Haliburton, 1,4 Millionen Stimmen. Wow, also der hat sich eine richtige Fanbase aufgebaut. Und hier, ich betreibe den Zug vorne, ich schmeiß die Kohle rein. Ich liebe Haliburton auch. Dahinter Dame, Trae Young, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Jalen Brunson. Da hat es mich ein bisschen gewundert, dass der nicht höher ist. Lamello Ball, Derrick White. Auch hier ein bisschen verwundert, dass er nicht mehr Stimmen hat, weil da war ja schon jetzt ein ziemlich großer Aufruf. Ja, hey, Derrick White spielt übrigens eine All-Star-Season. DeMar DeRozan, Drew Holiday. Fehlt hier irgendjemand? Ich glaube nicht, oder? Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Nee, da fällt mir jetzt spontan keiner ein, wo ich sagen würde, okay, der wurde irgendwie komplett vergessen oder außen vor gelassen. Darius Garland ist gerade noch ein Spieler, der mir so einfällt, aber der spielt jetzt auch keine All-Star-Season. Ja, diskutiert ihr gerne mit. Kommen wir zu meinem Voting. Wie gesagt, schaut gerne unten in die Kommentare, da ist mein Link angepinnt. Einfach draufklicken, euch eine NBA-ID machen und dann dauert das Ganze, wenn man es zack, zack macht, kann man das sogar in 2 Minuten abhandeln. Ich fange erstmal an im Westen und gehe rein in den Frontcourt und ja, fange erstmal an mit den sicheren Picks. Jokic, ja, ist natürlich wieder ein All-Star, spielt wieder eine überragende Saison. Der Mann ist einfach so unglaublich effizient, hat jetzt diesen absolut geilen Buzzerbeater gegen die Golden State Warriors und er hat es natürlich auch wieder verdient hier von den Leistungen her. Dann mein zweiter Pick wäre Kevin Durant. Kevin Durant bei den Phoenix Suns noch, muss ich echt sagen, mit meinem Lieblingsspieler. Klar, jetzt gab es zuletzt die Gerüchte, die lassen wir aber einfach mal außen vor, auch weil wir gar nicht zu 100% wissen, ob die stimmen, dass er da unzufrieden ist. Er spielt wieder eine super starke Saison, 29,9 Punkte bei einem unglaublichen Shooting-Split und deswegen alleine von den Leistungen her gehört er hier mit rein. Und der dritte Spieler, das ist dann so ein bisschen schwieriger. Also wir haben AD, wir haben LeBron James, wir haben Kawhi Leonard, wir haben Larry Markkanen, Paul George und dann würde ich hier schon so einen Cut machen von den Spielern, wo ich denke, ja okay, von der Leistung her, die gehören hier wirklich mit rein. Kawhi Leonard, wenn er halt spielt, er ist halt so eine Maschine, so ein Cyborg. LeBron, 39 Jahre alt, auch unfassbar. Ich sag euch ganz ehrlich, mein Gefühl einfach, es ist AD. Ich finde einfach, AD ist vor allem endlich fit. Er spielt super viel. Er gibt dir eine gute Offense, super Rebounding, er gibt dir eine geile Defense. Bei den Lakers für mich aktuell mit der beste Spieler. Deswegen bekommt er meine dritte Stimme. Auch weil ich glaube, AD beim All-Star-Weekend auch vielleicht das ein oder andere Highlight rausballern könnte. Jetzt kommen natürlich die LeBron James-Fans und sagen, ja, LeBron gehört hier mit rein. Ja, natürlich gehört er mit rein. Er hat ja schon seine 2 Millionen Stimmen, deswegen. Vielleicht kommt er ja später noch bei meinem zweiten Voting, wo ich meine ganzen Lieblinge mit reinpacke. Und dann machen wir den Backcourt und da will ich gar nicht großartig rumlabern, Leute. Für mich gibt es hier 2 Kandidaten, die haben es absolut verdient. Und das ist einfach Luka und SGA. Das ist gar nichts gegen De'Aaron Fox, der auch es absolut verdient hat. Unglaubliche Leistungen zeigt in den letzten 2, 3 Jahren. Stephen Curry natürlich auch. Und Stephen Curry gehört natürlich auch zu so einem All-Star-Weekend mit dazu, weil, ey, the greatest Shooter of all time. Natürlich gehört der mit rein. Aber jetzt einfach nur so von den individuellen Leistungen her. Luka hat es einfach verdient. Und SGA spielt wieder so eine brutale Saison. Und die Thunder sind einfach ein absolut geiles Team. Deswegen wäre das meine Western Conference, beziehungsweise mein Western Conference All-Star Voting. Dann gehen wir rüber in den Osten, ne? Und gehen auch da direkt in den Frontcourt. Ist eigentlich voll langweilig, oder? Kannst du eigentlich so machen, zack, zack, finish. Was willst du da großartig ändern? Also wenn man wirklich nur nach Leistung geht, dann musst du einfach Joel Embiid, Giannis und Tatum wählen. Gibt es irgendjemanden, der auch nur ansatzweise damit... Nee, nee. Kein Julius Randle, kein Paolo Banchero, kein Jaylen Brown, kein... Nein, niemand. Also die 3, die sind eigentlich gesetzt. Wie gesagt, wenn man dann sagt, man schaut nicht auf Leistungen, dann kann man noch andere Spieler hier mit reinwählen. Aber die 3, die müssen da einfach mit rein. Stimmt, Kevin Durant war ja letztes Jahr noch bei den Nets. Deswegen war das so schwierig, weil ich habe mir gerade eben gedacht, warte mal, war da nicht immer noch ein vierter Spieler, wo man also überlegen musste, okay, irgendeine musst du da rausnehmen. Jetzt in diesem Jahr finde ich es wesentlich leichter. Und jetzt kommt der Backcourt. Und der ist, finde ich, tough, weil ich glaube, da kommt es wirklich total drauf an. Welchen Spielertyp mag man lieber? Von welcher Franchise ist man auch Fan? Welchen Spielstyle mag man auch am ehesten? Weil Trae Young, ich weiß, er hat Fans. Donovan Mitchell hat seine Fans, Jalen Brunson hat seine Fans, Tyrese Maxey hat unglaublich viele Fans, Dame sowieso, Lamello Ball ist verletzt, deswegen ja, würde ich ihn mal so ein bisschen ausklammern. Ich komme nicht um ihn herum, Leute, Haliburton, ich bin so ein krasser Fanboy, ich mag ihn einfach, sein Playmaking, sein Passing, es ist einfach ein geiler Spieler, der glaube ich auch bei einem All-Star-Game dir richtig geile Pässe geben kann, deswegen ist er mein erster Spieler und mein zweiter Spieler, weil ich denke, er hat es einfach verdient. Über ihn wird so wenig gesprochen. Es ist Jalen Brunson. Jalen Brunson ist dafür, was er dir eigentlich für physische Voraussetzungen mitbringt, ist unglaublich, wie er scored, wie er wirklich gegen größere Spieler seine Buckets macht. Deswegen, ja. Ich muss aber auch sagen, wobei, ich heb mir das auf. Ich heb mir das auf. Ich mache jetzt hier erstmal, das ist mein All-Star-Voting, wenn es nach Leistung geht. Ja, okay. Hier in der Western Conference Jokic, Kevin Durant, AD, Luka und SGA. Und in der Eastern Conference Haliburton, Jalen Brunson, Jalen Embiid, Giannis und Jason Tatum. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Fan-Favorite-Voting. Einfach meine Lieblinge. Okay, ich habe das Feld wieder nackig gemacht. Dann gehen wir rein und fangen wieder an mit dem Westen und dem Frontcourt. Und ja, jetzt nehme ich ihn mit rein. Ey, LeBron James gehört einfach in ein All-Star-Game. Ich glaube, da... Na, weiß ich nicht, vielleicht gibt es zwei Meinungen. LeBron James hat ja auch relativ viele Hater und einige, die ihn nicht mögen. Und bei mir, LeBron James muss einfach bei einem All-Star-Weekend, bei einem All-Star-Game mit dabei sein. Und dann gehe ich mal so ein bisschen weiter runter. Er spielt eine geile Saison. Ich nehme Sengün mit rein bei den Houston Rockets. Unglaublich talentiert, hat wieder so einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin gespannt. Bei ihm auch, ich glaube, vielleicht schafft er es noch nicht in diesem Jahr, aber ich denke, innerhalb der nächsten 2-3 Jahre wird Sengün mal ein All-Star sein. Hängt auch ein bisschen vom individuellen Erfolg der Houston Rockets ab. Und dann der dritte Spieler. Es ist zwischen Wemby und Chad Holmgren. Ich feiere beide total. Wemby ist wahrscheinlich der dir mehr Highlights gibt bei so einem All-Star-Game. Chad ist diese Maschine, der sich perfekt eingefügt hat, der einen geilen Shooting-Split hat, der unglaublich effizient spielt. Aber Wemby, ja Mann, das wäre schon geil. Komm, ich nehme Victor Wembanyama und dann wäre das so ein bisschen mein Ich hätte mir vielleicht mal vor dem Video ein Wort dafür überlegen sollen. Einfach meine Lieblinge. Ich nenne sie jetzt einfach meine Lieblinge. Und dann machen wir weiter mit dem Backcourt. Gehen da mal rein. Steph, vollkommen klar. Einfach weil Steph dir diese ganzen tiefen und wilden Dreier geben kann. Und dann hätte ich eigentlich noch ganz gerne jemanden, der uns vielleicht den ein oder anderen geilen Dank geben kann. Edwards oder Ja Morant? Boah, schwierig. Schwierig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich gehe mit Ja. Komm. Ich glaube, ich gehe mit Ja. Auch nach seiner Pause. Ich glaube, der ist motiviert. Und Edwards hätte das auch absolut verdient. Das ist auch ein absolut geiler Danker. Aber ja, hey, damit bin ich mega zufrieden. Also Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Sengün und Victor Wembanyama. Damit kann man definitiv arbeiten. Dann gehen wir rüber in die Eastern Conference. Und da nehme ich mit rein auf jeden Fall Franz Wagner. Bin noch am Überlegen, Paolo Banchero, aber den hebe ich mir mal auf, falls ich jetzt keine drei Spieler zusammenbekomme, bei denen ich sage, ja. Geh mal ein bisschen weiter runter. Hackes hätte es irgendwie auch verdient, oder was der bei den Miami Heat spielt. Ja, komm, nehme ich mit rein. Und Moritz Wagner wäre natürlich auch... ja, könnte man machen. Ich schaue mal noch, ob noch irgendjemand anders mit am Start ist, den man auswählen könnte. Ja, da unten, da wird es dann vielleicht auch schon von den Leistungen her ein bisschen wild. Paolo Banchero oder Moritz Wagner... Nee, komm, ich gehe mit Paolo Banchero. Das passt. Dann wäre das mein Frontcourt. Ganz wild. Ganz wild. Also da merkt man jetzt wirklich, okay, das ist so ein bisschen mit rosa-roter Brille. Und dann der Backcourt. Ich glaube, da muss ich euch jetzt nicht großartig erzählen, dass ich hier auf jeden Fall Tyrese Maxey mit reinnehme. Wobei Philly gerade eben so ein klein wenig am Struggeln ist. Aber ich liebe einfach Tyrese Maxey. Und der zweite Spieler, den ich dann hier mit rein... Einfach Trae Young, damit die Hater so richtig verwirrt sind. So, hä? Trae Young, dein Liebling? Man kann ihn aber definitiv wählen. Man kann ihn nicht. Hier, Derrick White. Genau, das wär's. Weil Derrick White wirklich, also was der bei den Boston Celtics für eine Saison spielt, ist überragend. Und dann wäre das mein Eastern Conference Liebling. Lieblingsvoting, wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Maxey, Derrick White, Franz Wagner, Hackes Jr. und Paolo Banchero. Und dann bin ich auch schon durch. Da müsst ihr einfach hier nur auf Review und Submit. Und dann genau, einfach mit eurer E-Mail-Adresse, mit eurem Passwort anmelden und ihr macht das Ganze schon vorher und dann ist eure Stimme durch. Ich blende euch nochmal die Keydates an der Seite ein, damit ihr das nochmal seht, oder ich schreibe sie euch sogar unten in die Videobeschreibung und dann bin ich durch mit meinem All-Star-Voting 2024. Schreibt mir gerne in die Kommentare, gibt es jetzt beim ersten Fan-Return wirklich ein, zwei Spieler, wo ihr sagt, das geht gar nicht klar, dass die nicht auf der Liste stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, Devin Booker wird da mit dabei sein, aber vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Spieler, den ich eventuell vergessen habe. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.